Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play. Und zwar spielen wir Thief. Sehr gut, haben wir uns rein, würde ich sagen. Ist schon ziemlich alt, das Spiel. Es war eins der ersten Spiele für die PlayStation 4. Haben wir gedacht, das muss auf meinen Kanal. Ja, das ist mir eigentlich wurscht. Das ist nicht mehr meine aktuelle E-Mail-Adresse, sage ich gleich dazu, für alle Hacker da draußen. Ich bin schon einmal gehackt worden, das habe ich eh schon mal in irgendeinem Let's Play erwähnt. Der hat sich dann Crash Bandicoot runtergeladen und noch ungefähr 20 andere Spiele. Vielen Dank dafür. Aber ja, wenn du glaubst, dass ich da nicht drauf komme, bist du selber schuld. So, das ist mir eigentlich ziemlich scheißegal. Ich habe alles natürlich verändert. Von E-Mail und was weiß ich nicht was allen. So, wie man sieht, ich habe auch schon gespielt. Bis zu Kapitel 2 habe ich gespielt, der Glockenturm. Okay, wir machen allerdings ein neues Spiel. Hier unten, das ist dann mein eigener Spielslot, wo ich selber spiele. Ich spiele es nämlich gerade durch mit meiner Freundin. Meine Freundin interessiert nämlich die Geschichte. Und ich muss sagen, es ist atmosphärisch ziemlich gut. Deswegen würde ich es gerne aufnehmen. Aber es ist halt alt. Wir spielen es auf Deep, auf Normal. Und ja, danke. Speichervorgang, bitte warten. Und ich glaube, es beginnt gleich mit einer Cutscene. Wundert euch nicht, wie gesagt, das Spiel ist alt, die Grafik ist jetzt nicht wirklich das Wunderschönste, aber die Atmosphäre macht's aus. Die Atmosphäre macht's wirklich aus in dem Spiel. Es ist von Square Enix, das haben wir eh schon gesehen, so wie Final Fantasy oder Kingdom Hearts und was weiß ich was für große Titel, die noch rausgebracht haben. Aber jetzt bin ich mal gusch. Viel Spaß mit der Cutscene. Na komm, lad schneller. Bitte? Danke. Eine Sache hat mich diese Stadt gelehrt. Alles hat seinen Preis. Geheimnisse, ein Ruf, ein Leben. Und Vertrauen? Wenn du um etwas bitten musst, kannst du es dir nicht leisten. Andererseits spielt das für jemanden wie mich wohl keine Rolle. Sagen wir mal so, wann habe ich je für etwas bezahlt? So, es ist in einer Ego-Perspektive. Wir spielen hier einen Dieb. Deswegen heißt es auch Thief. Für alle, die nicht so gut Englisch können. Hier ist es zu hell. Machen wir es uns etwas gemütlicher. Auf jeden Fall. So, wir müssen stehlen, damit wir hier uns aufwerten können. So viel Gold wie möglich nur mitnehmen. Es steht dann immer da, wie viel das gibt halt das. Zum Beispiel 20 Gold, die Taschenuhr. Wir sind schon auf 34 insgesamt. Hier liegt auch noch was. Der Typ pennt, der ist wahrscheinlich bumm zu. Ich habe keine Ahnung. Gehen wir da weiter. Da haben wir auch noch was. Dankeschön. Schränke und sowas können wir auch aufmachen. Manchmal ist was drinnen, manchmal nicht. Und wie gesagt, die Atmosphäre macht's aus. Es macht Spaß. Es macht wirklich, wirklich Spaß. So, das da oben nehmen wir uns auch gleich mit. Sehr gut, jetzt haben wir schon mal auf 64, jetzt haben wir über 80, sehr gut, also das hat sich auf jeden Fall was gebracht. Wozu wir das Gold brauchen, wie gesagt, um aufzuwerten, wir werden es eh dann sehen. Es kommt dann so und so alles, das ist jetzt einmal der Prolog hier. Was ich wahrscheinlich sehr oft falsch machen werde, ist mit L3 geht man in Hocke, das heißt wir stealthen dann. Und wir müssen nur L2, wie es da oben steht jetzt da gerade, nur L2 gedrückt halten, um Hindernisse zu überwinden. Zack. Wie gesagt, grafisch jetzt nicht wirklich wunderbar. Wartet nur auf die erste Cutscene. Wartet nur. So, hier könnte man drüber springen, aber wir möchten ja natürlich da rein. Und Garrett ist ziemlich, ziemlich langsam. Er tötet auch nicht, so wie Batman. Und es ruckelt extremst. Immer. Wartet nur auf die Cutscene. Schaut ziemlich lustig aus, wie die Figuren animiert sind. Und wir haben noch nicht unseren Sinn, sehe ich gerade. Ach so, ja, genau, das kommt ja erst später. Da mag wohl jemand Vögel. Ich halte mich lieber an das Gemälde. Das sollte ich mir ansehen. Das meine ich halt mit komisch animiert. Man sieht halt, wie der Vogel da drinnen immer dumm fliegt. Aber ja. So, Bilder anschauen. Die Bilder sind alle ein bisschen komisch, sage ich gleich dazu. Jetzt müssen wir einen Schalter finden. Da ist er. R2 reindrücken. Und jetzt können wir Schlösser auch noch knacken. Das Coole ist an dem Spiel, die Dietriche werden nicht kaputt.
Man kann so oft falsch liegen, wie man will. Na, danke. Das heißt, man braucht keine Dietriche. Man hat welche für immer, auch wenn man die Kombination jetzt falsch eingibt. Mach mal auf. Was zum... Tja, im Volksmund heißen die Dächer Straße der Diebe. Hoffentlich ist das nicht der, von dem ich denke, dass er es ist. Das sieht man zum Beispiel beim Wasser. Dass es eins der ersten PlayStation 4 Spiele war. Es schaut alles irgendwie so geradlinig aus. Ich glaube, das ist schon das richtige Wort. Wenn man da jetzt so richtig drauf schaut, es schaut irgendwie geradlinig aus. Es fehlen halt diese gewissen Details, wie bei zum Beispiel einem Assassin's Creed Origins oder sowas. Aber es macht trotzdem Spaß. So, hier haben wir was drinnen. Einen Seilpfeil. So, hier oben können wir den Seilpfeil anbringen. Mit dem Touchpad müssen wir das auswählen. Ja, das Komische ist, man visiert nicht mit L2 an, sondern man macht alles mit R2. Man haltet und dann drückt man einfach drauf, zack, boom. Und da ist schon das Seil. Gut, dann springen wir rüber. Wie gesagt, man muss nur L2 gedrückt halten und Garrett überspringt alles, alle Hindernisse oder haltet sich an Seilen fest oder sonstiges. Er klettert auch so. Es ist ziemlich leiwand. So, jetzt kommt eine Cutscene. Viel Spaß. Aaron. Natürlich. Geht's beim nächsten Mal noch etwas lauter? Wie hättest du sonst gewusst, dass ich es bin? Besso hat dir gesagt, dass wir zusammenarbeiten, oder? Tja, ich bin gekommen, also was denkst du? Ich denke, du hast dich nicht verändert. Komm schon, das wird wie früher. So, wir müssen hier einfach hinterherlaufen. Wie gesagt, L2 einfach nur drücken und nach vorne drücken. Garrett macht alles automatisch. Ich glaube, überholen können wir sie nicht. So. Schön, dass du es geschafft hast. Hast du die Route genommen, weil sie schnell war oder weil sie Spaß gemacht hat? Geht nicht auch beides? Komm schon, erledigen wir Bessos Auftrag. So, das sind die Lichtkristalle, die sieht man jetzt links unten. Umso heller der Kristall ist, desto mehr sieht man uns. Wir müssen uns natürlich im Schatten verstecken. Hast du nicht vor, in den Schatten zu bleiben, Lady Lampenschein? Hab mich nur umgesehen. Ich weiß, du gehst gar nicht voraus. Ganz kurz, Optionen. Wir gehen ganz kurz auf Audio. Die Sprachlautstärke ist eh hoch. Ich gehe mal mit dem ein bisschen runter. Das passt. Wir müssen aufpassen, die Wachen sind natürlich extremst böse, da blinkt schon. Sehr gut, dankeschön. Du solltest dir auch so ein Ding besorgen. Wir sehen uns dann drüben. Da komme ich dann wohl nicht weiter. Laden wir ab, bevor der Midsommertag vorbei ist. Warum trinken wir nicht erst noch einen Schluck? Wir können den Karren nicht einfach stehen lassen. Heute ist ein Feiertag. Alle Diebe der Stadt liegen besoffen unter irgendeinem Tisch. Genau wie die Wachen. Ich will nicht wieder mit einem betrunkenen Wachmann diskutieren. So, ich bin ein bisschen ruhig, damit ihr auch die Konversationen zwischen diesen Charakteren hier verfolgen könnt. Natürlich einsammeln, was geht. Wie gesagt, wir brauchen Gold. So viel, wie wir tragen können. Und Garrett kann unendlich viel tragen. So, wir sind fast auf 100er. Das ist schon mal gut. Garrett, komm schon. Ja, ich komm eh schon. Um Gottes Willen. Gefällt dir die Kralle? Hab ich selbst gebaut. Das wird die Wachen sicher beeindrucken. Die haben uns garantiert gehört. Die müssen mich erstmal kriegen. Halt einfach die Augen offen. Wir sind nicht hier, um uns umzusehen, Garrett. Alles, was zählt, ist die Beute. Ja. Du klaust aber schon noch, oder? Ich hab schon gestohlen, als du noch in den Windeln lagst. Das ist der Garrett, den ich kenne. Wie wär's mit einem Wettkampf? Wer am meisten einsackt, gewinnt.
Wer am meisten einsackt, gewinnt. Naja. Wir gehen natürlich weiter. Wie gesagt, unsere Fähigkeit haben wir leider noch nicht. Die kriegen wir erst nach dem Ende des Prologes. So, wir können auch natürlich in Nahkampf gehen. Allerdings bringt sich in dem Spiel das leider Gottes nicht so sehr. Ja, treffen muss man halt können. Danke. Danke für die Leiter. Und ich persönlich habe es auch nie wirklich... Ich habe es nie durchgespielt, das Spiel. Ich habe bis zu einem gewissen Grad gespielt, bis zu einem gewissen Kapitel. Und danach habe ich aufgehört, weil ich nicht wusste, wie es weitergeht. Dann habe ich mal ungefähr 5 andere Spiele gekauft und habe das natürlich auf die Seite gelegt. Sieh mal, was ich gefunden habe. Wir beide abends in der Stadt. Warum haben wir damit aufgehört? Weißt du das wirklich nicht? So, na dann schauen wir mal, ob da irgendwas drinnen ist noch für uns. Wir brauchen mehr Gold. 102 haben wir jetzt schon, sehr gut. Wir brauchen weitaus mehr. So, da können wir dann durchgehen. Ein Armreif, sehr nice. Cooler Move. Wir können das Schloss knacken oder durchschauen, indem wir Viereck gedrückt halten. Wenn ich nicht willkommen bin, versuche ich nicht aufzufallen. Und davon gibt es eine Menge. Indem wir Viereck gedrückt halten, können wir durch das Schlüsselloch schauen. Und wenn wir nur einmal Viereck gedrückt, also drücken, können wir es knacken. Na dann mach mal auf, Garrett. Dankeschön. Und wir gehen wieder alles durch. Licht aus. Licht ist unser Feind. Dankeschön. Hier liegt noch ein bisschen was. Ja, das ist viel wert. Es gibt urviel zum Lesen in dem Spiel. Unmengen gibt es zum Lesen in dem Spiel. Ich werde jetzt aber nichts aufmachen. Außer nur das, was ich halt brauche. Wie gesagt, bis zu einem gewissen Grad habe ich es gespielt. Und ich habe auch nur bis zum zweiten Kapitel gespielt. Damit ich mit der Steuerung irgendwie vertraut bin. Ah ja, genau. Und es ist Silvester. Ja, einen guten Rutsch wünsche ich euch. 6 Stunden noch. Um 18 Uhr kommt jedes Mal ein Part. Jeden Tag halt, so wie ihr es halt gewohnt seid. Und ja, ich hoffe, ihr rutscht alle gut rüber. Ich bin in der Arbeit währenddessen. Ich nehme das natürlich vorher auf. Und bin wahrscheinlich auch schon fertig mit dem Let's Play, wenn ich den ersten Part drauflade. Wenn du schon wie ein Wachmann auf die Straße pinkelst, geh wenigstens aus dem Licht. Hier kann dich jeder sehen. Das Bier muss irgendwo hin, Schatz. Ich hab's nur aufgewärmt. Abgesehen davon, siehst nur du zu. Kaum zu glauben, was für ein guter Fang du mal warst. Komm schon, kosten wir mal diese Entenflügel. Ja, Entenflügel. So, das überspringen wir. Entenflügel, na danke. Auf sowas habe ich überhaupt keinen Bock. Okay, da drinnen war schon mal wer. Wahrscheinlich eh sie, die Aaron. Aha. Ah. Nice. Her damit. Eine Halskette. Sehr schön. So, hier können wir auch wieder aufmachen. Nimm nur. Ah, leider leer. Was haben wir hier? Auch leer. Na super, das hat sich's gebracht. So, da ist der Vogel, der tut dann alarmieren, wenn wir zu laut sind. Und viel Spaß mit der Cutscene. Wie viel hast du gestohlen? Es geht nicht um wie viel, sondern um was. Und auch um das Wie. Dieses Urkraftsteinding, das Besso will, ist anscheinend im Zeremonienraum von Northcrest Manor. Heimstatt des Barons. Das wird schwierig. Besorgt? Ja, solltest du auch sein. Keine Sorge. Ich spring für dich ein. Das Ding wird mit jeder Sekunde komplizierter.
Ziemlich viele Wachen. Und die sind bestimmt nicht zum Sommerfesttanz hier. Viele Wachen heißt viele Waffen. Diebe und Schwerter, das ist schlecht. Ich hatte nie Probleme mit Schwertern. Ich bin aber auch nicht bloß ein Dieb. Was sie wohl damit meint? Ah, das werden wir später auch herausfinden. So, in die Hocke mit dir, Garrett. Aufpassen, dass uns hier keiner sieht. Wir sollen nicht sehen, wie das Ding den Geist aufgibt. Außerdem sehen wir ohne Licht nichts. Die Teile gehen ständig an und aus. Kannst du es reparieren? Sehe ich aus wie ein Mechaniker? Keiner von uns kennt sich mit allen Experimenten seiner Lordschaft aus. Eine strahlende Zukunft, in der das Licht nicht funktioniert. So, die Lichter flackern, das heißt, es ist nur zu unserem Vorteil natürlich, dass wir da durchkommen. Da gehen wir lieber nicht lang. Den können wir beklauen. Bronson, komm mal her. Ha? Kannst du mal dem Neuen helfen? Er versucht seit 10 Minuten eine Feuerschale anzuzünden. Sehe ich aus wie sein Vater? Mach schon, bevor er sich selbst anzündet. Ja, durch die Kralle, die sie hat, kann sie da oben um und um rennen. Wir müssen allerdings unten verweilen. So, und wir müssen leise jetzt da durch das Wasser durch. Das heißt, nicht allzu schnell nach vorne drücken. Ganz leise. Sehr gut. So, da liegt was. Das nehmen wir uns natürlich mit. Hat nichts mitbekommen, der Typ. Sehr gut. Schauen wir uns da auch noch um, aber da liegt nichts mehr. Mit X ganz schnell rüber da. Und zack. Das ist unser Special Move, kann man sagen. Da eilt er richtig so nach vorne. Mit X halt. Ist ziemlich cool. So, jetzt müssen wir einen Wasserpfeil nehmen. Wir haben gerade welche gefunden. Was für ein Glück. Und müssen das Feuer da weg, also ausmachen. Verdammter Luftzug. Wieso müssen Feuer immer runterbrennen? So, und auch da wieder ganz langsam durch das Wasser. Wie man sieht, der Kristall ist jetzt schwarz. Das heißt, wir sind eigentlich nicht sichtbar. Das Spiel ist halt so, ja, wie soll ich sagen, gestaltet. 263, sehr gut. Umso mehr, desto besser. Geht ständig wieder aus. Du würdest nicht mal eine Fackel zum Brennen kriegen, Junge. Ich zeig dir, wie man das macht. Wenn das Feuer keine Luft kriegt, brennt es nicht richtig. Das weiß ich auch. Ich stamme aus einer Köhlerfamilie. Ach ja? Ziemlich seltenes Handwerk, seit es die Fabriken gibt. Schon. Was? Ich muss ihn ausschalten. Schnell, lautlos und lebendig. Ja, ein Köhler weniger. Und der Typ auch. Aber er schlagt sie nur K.O. Er schlagt sie nur K.O. Was sie vorher gemeint hat, jetzt werden wir es herausfinden. Sie ist anders als wir. Was sollte das eben? Warum hast du ihn getötet? Er war kaum älter als du. Er war ein Wachmann, Garrett. Falsche Zeit, falscher Ort. Du hast dich nicht verändert, was? Und du hast noch niemanden getötet. Ich töte nie ohne guten Grund. Und ich lasse mich nicht dafür bezahlen. Also darfst du töten, ich aber nicht. Alles klar, ich hab's verstanden. Dieser Junge wird nicht mehr aufwachen, um uns später Ärger zu machen. Bevor irgendjemand aufwacht, bin ich normalerweise längst über alle Berge. Okay, dann würde ich mal vorschlagen, wir lassen das einmal so stehen und machen hier Part 1 zu Ende. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ja, wie gesagt, rutscht gut rüber ins neue Jahr. Ansonsten wünsche ich euch was. Macht's das gut. Tschüss, Baba. Euer Herzfehler.